Okay, dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Spiel morgen bei der zweiten Mannschaft vom VfB Stuttgart. Dirk, wenn man auf den Trainingsplatz schaut, rennen wieder mehr Spieler rum. Angenehme Situation für dich oder Belastung, weil auch nicht alle mitfahren können? Nee, grundsätzlich natürlich sehr, sehr angenehm. Deswegen war es schön mit dem Pokalspiel am Dienstag auch Spielern, die jetzt lange ausgefallen sind im Vorfeld, Einsatzzeiten zu geben. Wie Alex Mendy, wie Sebi Jakob mit Studi, der auch lange nicht mehr von Anfang an gespielt hat, ein Spiel durchgespielt hat. Dauschi, der wieder 30 Minuten spielen konnte. War natürlich sehr erfreulich, unabhängig davon, dass wir das Pokalfinale erreicht haben, dann auch zu sehen, dass diese Spieler wieder fit sind und natürlich jetzt auch in den entscheidenden Wochen auch wieder Alternativen darstellen. Also von daher bin ich da sehr froh drüber. Natürlich hat es auch irgendwo dann ein Stück weit den Nachteil, dass man dann Entscheidungen treffen muss, die ein Stück weit dem einen oder anderen auch wehtun werden. Aber so ist das im Profigeschäft und da muss dann jeder vernünftig mit umgehen können, da muss er mit leben können. Und ja, dementsprechend werden wir, wenn wir heute nach dem Training im Kader bestimmen, schon Situationen haben, dass der eine oder andere mit Sicherheit enttäuscht sein wird, wenn er nicht mit nach Stuttgart fahren kann. Okay, danke Dirk. Was sie bei Amateurmannschaften weiß man immer nicht ganz genau, was auf einen zukommt. Was erwartest du morgen in Stuttgart? Ja. Danke. Ich denke, es wird ein ganz anderes Spiel als in der Hinrunde. Stuttgart hat ihre Spielweise schon stark verändert im Vergleich zur Vorrunde. Es kommt darauf an, dass wir aggressiv sind, dass wir versuchen, nach der Balleroberung direkt den Ball wiederzuholen und ja, Stuttgart einfach früh unter Druck setzen. Da denke ich, das sollte das Ziel sein für morgen. Und dann auch drei Punkte aus Stuttgart mitnehmen, wenn man auch bedenkt, dass morgen dann noch Offenbach direkt gegen Mannheim spielt. Okay. Dirk, von mir auch vielen Dank für alles. Und ist das schon so Endspurt-Feeling? Ist das schon da jetzt? Ja, ich denke schon. Also jetzt haben wir auch wieder einen normalen Rhythmus, normalen Wochenrhythmus. Ne? Das ist natürlich nächste Woche der Fall, dass du immer Sonntag spielst, aber jetzt hast du wieder wirklich eine Woche Zeit, dich auch immer wieder auf den Gegner einzustellen, auch vor allen Dingen wieder Kräfte zu sammeln. Und ich denke schon, dass wir da jetzt so den Schlussspurt einläuten können, natürlich auch mit Hinblick dessen, dass dann auch hoffentlich so schnell wie möglich auch feststeht, wie die genauen Relegationsspielmannschaften dann auch aussehen werden. Und dementsprechend wollen wir unseren Teil dazu beitragen, dass es so schnell wie möglich zumindest für uns feststeht. Hast du da auch in der Mannschaft das Gefühl, dass das so langsam in diese prickelige Phase kommt? Oder ich meine, das ist ja eure Arbeit, ihr müsst ja Woche für Woche zunächst mal das Ding zumachen. Trotzdem, ist da schon so ein Gefühl, dass das jetzt in diese ganz heiße Phase geht oder noch nicht? Nee, also ich glaube, dass die Mannschaft das in dieser Saison sehr, sehr gut hinbekommen hat, überhaupt diese Spannung immer wieder aufzubauen, zu halten. Dementsprechend sind wir genauso fokussiert jetzt wie vor 6 Wochen oder vor 8 Wochen. Da hat sich jetzt in unserem Trainingsalltag gar nichts geändert. Also von daher kann ich das so jetzt nicht an irgendetwas festmachen. Du hast eben eine Konvaleszenz wie Sebastian oder Dauphin erwähnt. Wie sind so deine Gedankengänge jetzt die nächsten Spieler von uns und deutschen Spielern, die ja Qualität haben, auch noch Spielanteile zu geben? Oder sagst du, nach wie vor die besten 11 beginnen? Ja, sowohl als auch. Also ich denke, wir müssen erstmal selber festmachen, dass wir den ersten oder zweiten Platz belegen. Dementsprechend müssen wir im Trainerteam immer wieder entscheiden, was ist die beste Elf für das jeweilige Spiel. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier schon durch sind, sondern wir müssen schon noch ein paar Punkte holen. Ich hoffe, dass wir das morgen schon wieder einen weiteren Schritt hinbekommen, um in diese Richtung zu gehen. Danach wird es hoffentlich dann auch schnell darum gehen, den ersten Tabellenplatz zu sichern. Auch das wird einer unserer Ziele sein, nicht nur irgendwie in die Relegation nachher zu kommen, sondern auch als Tabellenführer hoffentlich das Ding dann zu Ende zu bringen. Und dann geht es darum, natürlich auch dem einen oder anderen Spieler nochmal ein bisschen Wettkampfpraxis zu geben, im Hinblick auf dessen, dass wir dann natürlich innerhalb von einer Woche 3 Endspiele haben. Du hast jetzt angedeutet, dein Kollege aus Cottbus hat ja unter der Woche sehr markige Worte gefunden, hat den Verband als Club der ehrlichen Menschen bezeichnet. Es gibt hier zum Beispiel Fußballverband die Bestrebung, die Relegationsspiele einen Tag jeweils nach hinten zu verschieben. Hast du dir da schon Gedanken gemacht im Hinblick auf den Kaderpokal oder ist es erstmal noch relativ weit weg? Ja,
ich sage mal, in dem Moment, wo du jetzt seit Dienstag weißt, du bist im Pokalfinale und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir auch die Relegation bestreiten werden, ist es klar, dass man sich auch damit schon beschäftigt im Hinterkopf. Deswegen ist das Thema auch gerade für uns im Trainerteam, wie bauen wir die Wochen davor jetzt auf. Grundsätzlich muss ich dem Pele da mal beispringen. Man kann es ein Stück weit überhaupt nicht nachvollziehen. Also der Tag der Amateure, meiner Meinung nach könnte man den ein bisschen umbenennen, ein Tag gegen die Amateure, weil es für mich einfach nicht nachvollziehbar ist, dass man es als Verband nicht hinbekommt, einen Alternativtermin herzustellen für Mannschaften, die in die Relegation gehen. Ja, wenn man das vergleicht mit der ersten Liga, dort steht das Pokalfinale steht fest, der Rahmenterminkalender steht fest für die Relegationsspiele. Dort gibt es aber bereits im Vorfeld diesen Alternativtermin. Was passiert, wenn einer im Pokalfinale spielt, der parallel aber noch Relegation spielen müsste? Warum geht das nicht auf unserer Ebene? Warum nicht? Ja, und das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass wir da weder vom Verband, vom Landesverband geschützt werden, noch vom DFB irgendwo geschützt werden. Und deswegen kann ich dem Pele da nur beispringen. Und ist, wie gesagt, für mich total unverständlich, warum man einem Amateurligisten diese Chance nimmt, das Pokalfinale in der bestmöglichen Besetzung zu bestreiten, beziehungsweise auch die Relegationsspiele in einem ausgeruhten und fokussierten Zustand zu bestreiten. Und ich habe da kein Verständnis für. Und niemand ist da, der die kleinen Vereine schützt. Niemand ist da, der sich einsetzt für uns. Ja, und deswegen ist es schon ein Thema, was mich ein Stück weit auch antreibt und ein bisschen zu Weißglut bringt. Aber wir werden es nicht ändern können, weil einfach die Leute zu engstirnig, zu hirnrissig sind, da Alternativtermine für uns zu geben. Ja, und deswegen ja, muss ich sehen, dass ich hier auch jetzt nicht zu emotional werde. Und was hältst du den Leuten entgegen, die sagen, das sind Vollprofis, die können ja auch 3-4 Spiele in ein paar Tagen machen? Ja, in ein paar Tagen. Einerseits werden wir hingestellt als Vollprofis, andererseits immer Amateure, weil wir spielen ja auch am Tag der Amateure. Ja, und keiner schafft es, in der ersten und zweiten Liga wird das gemacht, da gibt es einen Termin, wie ich gerade schon erwähnt habe, einen Ersatztermin für diese Mannschaft, die dann eventuell im Pokalfinale spielt. Ich will das mal erleben, dass das zustande kommt. Dass die Mannschaft, die im Pokalfinale spielt, zwischen den Relegationsspielen, dann noch die Relegation spielen muss. Also diesen Aufschrei will ich gerne mal sehen. Das will ich mal erleben, was dann los ist, was das für eine Öffentlichkeit Wirkung hat. Ja, und bei uns interessiert es kein Schwein. Keiner ist da, der sich für uns einsetzt. Niemand. Ja, und das ärgert einen. Das ärgert einen. Massiv. Für was? Tag der Amateure. Guckt euch das doch mal an letztes Jahr. Die erste Halbzeit waren wir gar nicht zu sehen, weil Stromausfall war. Und gefühlt hast du 3 Minuten am Bildschirm, hast du das Spiel Elversberg Saarbrücken gesehen. Gefühlte 3 Minuten. Letztes Jahr hat es Elversberg getroffen. Die gehen dann mit solchen Oberschenkeln 3 Tage später in die wichtigsten Spiele der ganzen Saison. Das kann doch nicht das Ziel des Ganzen sein. Markus, gibt es da von euch in Richtung Trainerteam, also Präsidium, sportliche Leitung, irgendwelche Vorgaben? Ich frage deswegen mal so der Zeit, kurz weil du Konsens gesagt hast. Er wirft sich ein bisschen vor, dass er letztes Jahr keine klare Ansage gemacht hat. Er sagt, wenn er nochmal davor wäre, würde er sagen, entweder das wäre 11 oder 19. Dieses Mittelding wäre scheiße gewesen. Seid ihr da schon in der Abstimmung oder überlasst ihr das auch ein Stück weit im Trainerteam? Ja, wir unterhalten uns dann natürlich, das ist klar. Wobei das jetzt bislang noch kein großes Thema war. Wir haben ja immer gesagt, erstmal beide Veranstaltungen auch sichern. Das haben wir jetzt mit dem Pokalfinale, dass wir darüber sprechen und uns austauschen, ist klar. Am Schluss macht dann der Trainer die Aufstellung, das ist auch keine Frage. Aber dass wir uns darüber austauschen, ist ja selbstverständlich. Daniel, du warst voriges Jahr in dieser Situation mit den 3 Spielen innerhalb von 5 Tagen. Erzähl mal, wie war das? Wie ist das damals diskutiert worden in der Mannschaft? Oder habt ihr gesagt, okay, wir machen die 3 Spiele jetzt? Ja, ich denke, es war ähnlich. Also klar, die wichtigsten 3 Spiele des Jahres innerhalb von 6 Tagen. Da macht man sich Gedanken, so, okay, los geht's. Aber ja, letztes Jahr, ich habe im Pokalfinale nicht gespielt. Wir haben die meisten Spieler, die dann Relegation spielen sollten, saßen auf der Bank. Ja, ich denke, das muss dann jeder für sich selber entscheiden, wo dann die Prioritäten dann sind.
Fakt ist, wir wollen alles gewinnen, also Saarland-Pokal und aufsteigen. Aber am liebsten natürlich aufsteigen. Ja, aber nochmal, wie war das mit der Belastung? Es geht ja nicht nur um die körperliche Belastung, es sind ja auch drei Endspiele, die man zieht. Das macht ja auch irgendwas im Kopf. Und auch wenn man da nur auf der Bank sitzt oder wenn du gerade gar nicht zum Einsatz kommt, fieberst du ja irgendwie mit und bereitest dich auch im Vorfeld, bis der Trainer sagt, nee, das ist nicht vor. Ja, natürlich. Also die Spielvorbereitung ist ganz normal auf das Spiel. Man hat drei extreme Drucksituationen dann in den sechs Tagen und ja, man versucht eins nach dem anderen abzuarbeiten. Wenn das erste Spiel vorbei ist, konzentriert man sich aufs nächste, wenn das nächste vorbei ist, aufs nächste. Und dann, wenn es vorbei ist, dann guckt man, boah, was hast du jetzt in der Woche gemacht? So. Letztes Jahr habe ich alles drei verloren. Und dann sitzt du da, denkst du, okay, ganze Jahr gearbeitet für gar nichts. Und ja, dann ist halt, es war da dann die Kunst, wieder aufzustehen. Ich hatte den Vereinswechsel dazu noch. Dann war es vielleicht ein Stück weit einfacher, weil man dann wieder eine komplett neue Herausforderung hatte. Aber ja, klar, es ist extrem schwer, diese Woche mit drei Spielen in sechs Tagen. Mental und auch körperlich. Dann hat sich das ja dieses Jahr Rico gespielt, Pokal, aber ist ja auch Stammspieler normalerweise. Wie ist denn das in der Mannschaft? Weil ich meine, man erwartet ja auch von euch, dass ihr diesen Saarland-Pokal sehr seriös angeht. Das habt ihr ja auch gemacht. Es gab nirgendwo Blöße, man hat sich nirgendwo blamiert. Man hat das, Dirk hat auch meistens sehr gute Mannschaft hingestellt, man hat es ernst genommen. Und dann steht man auf einmal im Finale da und muss überlegen, ob man die schlechteste mögliche Mannschaft aus Rekordresistenz und Nachwuchsspielern dahinstellt, um die Stammspieler zu schonen. Das ist ja dann für euch auch extrem ärgerlich, wenn man ja auch irgendwo in der zweiten Runde auf dem Dorf ausschalten kann. Nein, überhaupt nicht. Also ich denke, unser Kader ist groß genug, dass alle ihre Berechtigung haben, auch im Saarland-Pokalfinale zu spielen. Und wer dann letztlich aufgestellt wird, liegt natürlich beim Trainer. Aber ich denke, alle Spieler, die bei uns im Kader sind, haben den Anspruch zu spielen und haben auch den Anspruch, dann das Saarland-Pokalfinale zu gewinnen, weil die Qualität dazu haben wir auch im ganzen Kader. Ja, im Grundscheiß, ich weiß das nicht. Der erste Regionalliga ist nicht direkt qualifiziert. Das ist nur Regionalliga Bayern. Das ist nur Bayern. Was soll das? Wobei das ist Sache der Landesverbände, wie sie ihre Startplätze verteilen. Ich habe mir vor kurzem ein Kollege aus Bayern erzählt, dass die qualifiziert sind, dann sagt er bei euch nicht. Okay. Ja. Markus, der Franzose Schumann hat ja jetzt diesen Vorschlag eingebracht, soll am Montag, glaube ich, im DFB-Vorstand diskutiert werden, wie wir das Spiel nach dem Zug verschieben. Ist das was, wo ihr erleben könnt, oder lasst ihr euch jetzt? Einfach so über euch ergehen, was da jetzt kommt. Nein, also wir spielen ja selber mit dem Gedanken, dann auch den Schritt zu machen, den Antrag zu stellen. Wenn es jetzt der Saarländische Fußballverband macht, ja, nehmen wir das auch natürlich zur Kenntnis und nehmen das auch mit. Ich sage jetzt mal, in dieser Konstellation bei drei oder vier Tage Pause wäre ein Tag mehr sicherlich auch sinnvoll. Also von daher hätten wir gegen die Konstellation ein Tag mehr Pause sicherlich nichts dagegen. Moment, in Bezug auf was jetzt? Mit dem Spiel auch so? Ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Pokalspiel auf keinen Fall verlegt werden kann. Das heißt, wenn wir einen Tag mehr Pause haben wollen oder können, dann geht es nur durch Verlegung vom Relegationsspiel. Ja, du musst dir das einfach mal vorstellen, ja, auch im Kopf der Spieler. Ne? Du hast innerhalb von 7 Tagen 3 Endspiele. Tingelst das ganze Jahr über die Dörfer, um ins Pokalfinale zu kommen, dementsprechend den Pokal zu gewinnen und die Qualifikation für den DFB-Pokal im nächsten Jahr zu schaffen. Ja, hast dann aber im Hinterkopf, dass 3 Tage später das erste Relegationsspiel ansteht, wo du ganz genau weißt, das Allerwichtigste sind diese Aufstiegsspiele für den Verein, für das Umfeld. Und jeder Spieler an sich will immer den bestmöglichen sportlichen Erfolg. Und dementsprechend will man dieses Finale auch gewinnen. Also muss man die Voraussetzungen schaffen, dass man die auch wirklich in der Bestbesetzung und vor allen Dingen auch in der bestkörperlichen Verfassung angehen kann. Ja, und deswegen nochmal ist es für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum man es nicht hinbekommt, einfach zu sagen, wenn der Fall eintritt, dass jemand die Relegation spielt und im Pokalfinale des Landesverbandes ist, dass man das 1-2 Tage vorzieht. Also was spricht denn dagegen, dass man das Freitag oder Samstag spielt?
mir geht es nicht in die Birne rein. Vielleicht bin ich zu doof dafür, ich weiß es nicht. Aber mir geht es einfach nicht in die Birne rein. Begründung des Fußballverbandes unter anderem, dass wir einen Namenssponsor haben und dieser Namenssponsor ist Werbebande mit einer Live-Übertragung. Was für eine Live-Übertragung? Wir waren 3 Minuten letztes Jahr im Fernsehen zu sehen. 3 Minuten, wo sie die Tore ein bisschen gezeigt haben. Was ist jetzt wichtiger? Was ist wichtiger? Geld. Dass wir uns vermarkten, dass der DFB seine Werbebanner überall anbringt? Oder ob wir dem Sportlichen gerecht werden? Diese Frage stellt sich mir. Das sind irgendwelche Funktionäre, die irgendwelche Verträge aushandeln mit DFB und Fernsehen. Und der kleine Verein hat keine Möglichkeit, irgendwie zu reagieren, darauf einzuwirken, Einfluss zu nehmen. Und das ist das, was mich enttäuscht. Aber ihr schafft es doch trotzdem, oder? Ja, nochmal, so weit sind wir ja auch noch nicht. Wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben selber machen. Das ist das, was wir in den letzten Wochen und Monaten sehr gut hinbekommen haben. Ja, deswegen müssen wir den Fokus auch bei aller Emotion, die wir jetzt wieder drin haben, was aber schon erst in 6 Wochen stattfinden wird wahrscheinlich, müssen wir den Fokus wieder auf morgen hinbekommen. Das werden wir in der Mannschaft schon hinbekommen, aber trotzdem eilen einen diese Dinge natürlich voraus. Und man beschäftigt sich gerade im Trainerteam damit, weil diese 3 Spiele auch extrem wichtig sind, was die körperliche Verfassung angeht. Mental sowieso, aber körperlich auch. Und dann geht es schon jetzt darum, wie gestalte ich die nächsten Trainingswochen? Welche Intensität haben diese Trainingswochen? Ja, und da haben wir Gott sei Dank auch im Trainerteam, Athletiktrainer, mit dem Olympiastützpunkt die Möglichkeit, auch da nochmal alle Informationen reinzuholen, wie man diese Wochen am besten aufbaut. Ja, und da geht es dann auch darum, in den nächsten Wochen nochmal Spitzen zu setzen, um hinten raus wirklich dann nochmal so einen richtigen Schub zu bekommen. Das ist unser Ziel und das werden wir der Mannschaft dann auch Montag so vermitteln. Haben schon so ein bisschen spekuliert, dass sie Sonntag, Montag frei haben. Aber den Zahn habe ich ihnen gezogen, Batzi, das weiß er mittlerweile. Wir werden die Wochen nutzen, um wirklich nochmal ganz intensiv zu arbeiten. Dann gegen Ende dieser Wochen, wenn es dann wirklich um alles geht, ein Stück weit wieder rauszunehmen und dann wirklich nochmal so einen richtigen Schub zu bekommen. Das ist unsere Absicht in den nächsten Wochen bis zu den 3 Finalspielen, die wir dann auch hoffentlich haben werden. Nochmal zum sportlichen Jürgen Batzi. Ihr habt euch beide in Interviews nach dem Waldorfspiel weniger über den hohen Sieg gefreut als über dieses späte Gegentor. Also es gab auch eine Einstellung, die von Frank, glaube ich, wo du dich nach dem 5-2 fürchterlich aufgeregt hast. Und hast auch hinterher dann bekommen, ein paar Gegentore zu viele Momente. Ist das für euch auch hinten raus jetzt nochmal ein Fokus zu sagen, okay, die letzte Woche bis zur Relegation, legen wir nochmal ein Augenmerk darauf, öfters zu 0 zu spielen? Ja, das zweite Gegentor hat mich fürchterlich geärgert, weil es einfach absolut vermeidbar war. Und ich meine, es ist ein Fakt, dass wir seit 2018 zu wenig zu 0 gespielt haben, zu viele Tore bekommen. Auch nicht nur 1, dann auch ganz oft 2. Das haben wir in der Hinrunde oder im März 2017 nicht bekommen. Und da finde ich schon, dass wir ansetzen müssen, dass wir die Konzentration im ganzen Spiel hochhalten. Vor allem der Fokus dann auch gegen den Ball. Wenn man 3-1 führt oder 3-0, kann es nicht sein, dass man noch 1-2 Gegentore bekommt. Weil die Tore können am Ende in den hoffentlichen Relegationsspielen dann dir das Genick brechen. Und ich finde, das darf man ansprechen. Das muss man ansprechen. Und da sollten wir gucken, dass wir das jetzt in den nächsten Wochen beherzigen, dann auch vor allem gegen den Ball keine einfachen Tore zulassen. Dass mal ein Tor passiert, das ist ja normal. Man kann nicht alles zu Null spielen oder so, aber dass man einfach diese Fokussierung, diese Konzentration darauf hat, dass hinten die Null steht. Jörg, hast du eine Erklärung in der Aufarbeitung? Bis jetzt 2018 ist es die personelle Situation, du hast ja hinten auch sehr oft wechseln müssen. Oder ist es vielleicht auch so ein bisschen großer Vorsprung und dann Führung, dass man ein bisschen nachlässig wird? Vielleicht war eine Kombination auch dran. Genau, das ist es. Also ich habe, also mit Sicherheit ist es so, dass es eine Kombination eine Sache von mehreren Faktoren ist. Eins ist klar, ich habe auch am Mittwoch nach dem Spiel jetzt in Jägersburg gesagt, dass wir wieder 2 Gegentore bekommen haben, dass mir das im Moment deutlich zu viel ist, auch gegen so eine Mannschaft,
zwei Tore zu bekommen, den Freistoß kannst du nicht verhindern, das ist in Ordnung, aber du hast trotzdem im Spiel nochmal drei, vier richtig Großchancen auch zugelassen gegen eine in Anführungsstrichen unterklassige Mannschaft, wo du es eigentlich schaffen solltest, sehr stabil zu stehen und relativ wenig anbrennen zu lassen. Und dementsprechend habe ich das der Mannschaft gesagt, dass wir zum einen als Mannschaft wieder besser verteidigen müssen, aber auch individuell. Ja, und dementsprechend lag auch in den letzten beiden Tagen der Schwerpunkt bei uns. Wir haben sehr viel Wert auf Zweikampfführungen gelegt, sehr viel Wert auf Umschaltverhalten in Defensive gelegt, Anlaufverhalten, Kompaktheit. Und ich hoffe, dass wir das ein Stück weit auch morgen in das Spiel mit reinnehmen werden, weil, wie der Batze schon sagte, mir sind es einfach ein paar Tore zu viel und vor allen Dingen aber auch ein paar einfache Tore zu viel gewesen in den letzten Wochen. Und deshalb wollen wir diese Zeit auch nutzen, wieder dahin zu kommen, wo wir vor der Winterpause waren, nämlich sehr stabil zu stehen, sehr wenig zuzulassen, als Mannschaft gut zu verteidigen und wenn man einen Vorsprung hat, den auch souverän zu Ende zu spielen und nicht irgendwo nachlässig und leichtsinnig zu werden, um ein bisschen Spitzhacke 1, 2, 3 zu spielen. Das können wir nicht, das will ich auch nicht sehen, weil das ein Stück weit auch immer wieder an Überheblichkeit grenzt. Und ich hoffe, dass wir das verstanden haben und auch wirklich in den nächsten Spielen dann auch so umsetzen können. Ist Marco da auch so eine Art Fixpunkt dann hinten drin, so eine Art Fixstern, der dann einfach auch fehlt? Das kann man ja nicht unter den Tisch kehren, dass dann einer der zentralen Abwehrspieler einfach ausfällt. Ja, Marco ist mit Sicherheit ein Spieler, der, wenn er hundertprozentig fit ist, auch seine Garantie hat zu spielen. Ja? Aufgrund seiner Art, wie er verteidigt, ist es klar, eine gewisse Ausstrahlung, hat ein gutes Zweikampfverhalten. Und trotzdem haben wir da Spieler auf den Positionen alternativ mit Oschi, mit Marlon und Zelle. Vielleicht auch Domme jetzt gegen Ende der Saison nochmal, weiß ich nicht. Aber haben mit Sicherheit Spieler, die Rolle auch ausüben könnten. Ja, aber wie gesagt, ich ziehe das nicht nur auf die Innenverteidiger, sondern es geht auch allgemein um das Verteidigen innerhalb der gesamten Mannschaft. Und da sind wir sehr nachlässig gewesen in manchen Punkten. Und wie gesagt, da hoffe ich, dass wir die Spiele noch nutzen, um da auch wieder ein bisschen stabiler zu werden. Ja,